Und damit herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 4. Kann sein, dass es die vorletzte Mission ist, kann aber auch sein, dass es die drittletzte Mission ist, die jetzt kommt. Während Ivan der Dritte Moskaus Macht festigte, wurde die Goldene Horde von inneren Streitigkeiten heimgesucht. Ivan nutzte die Gelegenheit, um die Tributzahlungen einzustellen, seine Männer mit Feuerwaffen auszustatten und gegen das Heer des Khans zu marschieren. Die Rus-Truppen versammelten sich am Ufer des Flusses Ugra, um der mehr als 200-jährigen Herrschaft der Mongolen ein Ende zu bereiten. Die Verteidigung an der Ugra. Als die mongolische Armee erneut aufmarschierte, um Moskau zu bestrafen, entschloss sich Ivan III., sich auf die Seite der gegen die schwächelnde Macht der Horde zu schlagen. Er hielt die Linie an der Ugra. Der Schatten der mongolischen Herrschaft hatte seit mehr als 2 Jahrhunderten auf der Rus gelegen. Doch nun stand Ivan III. Am Ufer des Flusses Ugra bereit, um die Fesseln der Goldenen Horde zu zerschlagen. Scheitert er, könnte Moskau selbst fallen. Schon wieder. Okay, gibt's einige Sachen zu holen. Wirklich jede Menge zu holen. Hier, warte mal. Ich will auf jeden Fall... Oh, du Speer, du kannst mal die ganzen Viecher töten. Weil das bringt mir ja Gold. Was sind das viele? Das ist ultra gut. Es gibt 2 Stellen zu verteidigen oder gibt es mehr? Es wurden mir jetzt so 2 Stellen angezeigt. Könnte natürlich sein, dass es mehr gibt, ne? Aber das heißt ja noch lange nichts. Dass sie nicht auch von ganz unten kommen. Auf Nahrung bitte gehen. Oder auf Gold. Nahrung, Nahrung, Gold, Gold, Nahrung, Gold. Beides. Auf Nahrung, okay. Steuerungspunkt. Habe ich eine Kirche? Nein, ich habe kein Kloster. Kratzi schrieb, nach dem Erfolg von das letzte Einhorn jetzt das letzte Trinken. Erleben Sie eine Tasse voll mit Flüssigkeit, solange bis sie... Plotfist leer ist. Wow. Will man wissen, warum sie dann leer ist? Will man wissen, was man dann getrunken hat, oder ist am Boden irgendwas ganz Ekliges? Okay, gleich gibt es bei mir Essen. Also gleich muss ich mir ganz kurz AFK gehen. Aber es ist ja kein Thema. So, mal 2 Kriegermönche holen. Dann so ein paar Sachen holen. Ich könnte auch einen Handelspost machen, dass ich auch so Gold kriege. Das wäre super. Du bist mal Steuerung 2, geht dahin. Ihr seid Steuerung 1. Ihr bleibt da. Nein, du doch nicht. So, mal Stein, Leute. Und immer mit. Ah, da haben wir das Ding zum Handeln. 2, 3, 4, 5. Erstmal 5, okay. So, dann will ich bitte noch eins jeweils haben. Und Belagerung jeweils auch noch. Und dann geht ihr wieder Holz sammeln. Uff, das wird echt eine harte Mission werden. Ach, du hast jetzt Kadaver. Stimmt, du kannst Kadaver aufsammeln jeweils. Oh. Stimmt. Oh nee, du sollst eigentlich nicht. Du sollst eigentlich erkunden und töten. Und dann kannst du zurück.
So, du gehst mal dahin. Eroberst das mal bitte. Du holst eine Reliquie. Grazi schrieb noch, das kann... Achso, wegen dem Becher vorhin wahrscheinlich. Das kann man vorher nie wissen. Alles klar, ich bin dann mal AFK. Lass den Stream aber laufen. Hoffe, er läuft inzwischen nicht weg. Danke, danke, dass du dabei bist. Ne, soweit. Vielen Dank für den Lurk natürlich. Und viel Erfolg dann beim AFK sein. Oh, diese scheiß Wölfe schon wieder. Pfui. Pfui, Wölfe, pfui. Dann gibt es da oben noch ein Reliquier, die will ich auch gleich erobern. Okay, 2 Minuten Zeit habe ich noch, das ist normal. Überlässig, Gott, das ist schön. Und ihr, genau, ihr müsst dahin. So, wenn ich jetzt nämlich F1 mache, kann ich sagen, ausbilden und dann, ne? Erstmal brauche ich mehr. Aber ich könnte, ich sollte aber schon anfangen. Kuwe. Doppelt jeweils, am besten. Ach, passt schon. Gut, Sitze. Dankeschön. Guck mal, die heilige Stätte. Ich habe echt keine Ahnung, ob das hier dann auch irgendwie wichtig wird oder nicht. Gehen wir zur Not. Einmal schön Mauern dran bauen. Jupp, genau. So, mehr Dorfbewohner für meine Riechen. Meine Riechen. So, mal ganz kurz auf K. Und wieder da. Jetzt erstmal wieder meine Stimme hinkriegen. Meine Ausdauer, meine Lunge, Luft. Ich könnte auch jeweils Kriegermönche dann ausbilden zum Heilen. Das wäre gut. Ja, das würde passen. Du hast es erobert? Sehr schön. Wie viel Gold kriege ich eigentlich durch einen Händler? 58? Ja, ist in Ordnung. Und natürlich baut ihr einen Hansa. Warum baut ihr denn immer so innenseitig? Das geht doch gar nicht. Nun, eigentlich nicht bereit. Da die Flussquerungen unter Beobachtung standen, erreichten Ivan Berichte von einem mongolischen Trupp, der den Fluss überquert hatte. An der südlichen. Was? Wo? Hat keiner was überquert. Hallo? Lügt doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tötet sie. Vorher sei. Der ist einfach despawned, okay. Die spawnen hier auf dem Wasser? Die despawnen auf dem Wasser einfach. Wow. Die Mongolen hatten sich mit dem König von Litauen verbündet, der ihnen zur Unterstützung des Khans an der Ugra eine große Zahl von Soldaten versprochen hatte. Während die Horde wartete, stellte sie das Lager der Rus immer wieder auf die Probe. Hat er uns noch eine Reliquie? Das ist gut. Bitte ein Männchen, dann die Reliquie da unten holen. Jetzt ist die Frage, ich glaube, der ist eingebaut. Oh. Mies. Ja, die kommen jetzt von allen Seiten mal. Stimmt, die Musketiere. Erhöhte Feuerrate bei stationärer Aufstellung.
hoher Schaden kotzt. Die Rus-Armee wehrte die ersten Angriffe ab und die Mongolen zogen sich auf ihre Seite des Flusses zurück. Um die Ugrat zu halten, musste Iwan an den Flussquerungen eindrucksvoll seine Stärke demonstrieren. Wenn er auch nur die kleinste Schwäche zeigte, würde die Horde sie ausnutzen und über den Fluss strömen und von dort nach Moskau. Behalten Sie die Oberhand. Ja. Das hier. 15 Minuten, okay, ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Oder einfach noch Bergfriede hin. Sollte auch mithelfen. Und das nächste Zeitalter muss ich auf jeden Fall. Und zwar mit einer hohen Rüstkammer. Mit was sonst? Was denn auch sonst? Doch mal die Aufwertung, das wäre sinnvoll. Und ich werde hier die Musketiere. Eigentlich heißen die doch Strelitzen. Meistens hier Musketiere. Vielleicht haben sie dumm benannt. Hier werde ich dann Strelitzen spammen. Musketiere spammen. Unbedingt mehr. Ist gut. Du baust die Dinger mal. Über mal an den Waldrand. Wäre, glaube ich, war ganz ein bisschen vom Vorteil. Erstens, ich kriege dadurch mehr Gold und zweitens müsste ich nicht so 50.000 Kilometer laufen für Nahrungsabgabe. So, wo kann ich... Ich brauche die Universität mehr. Uni. Da kann ich die Chemie erforschen, dann kann ich die Musketiere bauen. Ah, 15 Minuten, das ist massiv viel Zoll. So. Bedingung Chemie, stimmt. Muss noch entwickeln. Wird entwickelt. Während die Mongolen auf ihre litauischen Verbündeten warteten, schickten sie immer wieder Stoßtrupps über den Fluss, um Iwans Streitkräfte zu schwächen. Du komm mal mit, hol das Ding mal. Und gib das nochmal wieder ab. Du baust fleißig, ihr bist fertig mit Bauen, dann kannst du hier drüben auch noch bauen. Nee. Hier oben lang. Abgeben. So Belangseinheit, hör auf damit. Einfach nur pfui. Pfui. Stimmt, auch mal entwickeln, dankeschön. Fleischig, genau. Könnt ihr entwickeln? Was ist dieses ganze Gold, das ich nicht habe? Wie lange braucht denn Chemie? So, noch ein halbes Jahrtausend, okay. Ja, kommt nicht mal. Bitte schön. Schießpulver ist in Ordnung. Musketiere halten die Fähigkeit im Laufschritt, welche Bewegungsgeschwindigkeit um 30% erhöht und die statische Aufstellung 10 Sekunden lang um 50% schneller einnimmt. Okay. Und reduziert die Kosten von Musketieren um 25%. Die Waffenreichweite berittener Bogenschützen plus 1 fällt und den Fernkampfschaden um 2. Ist auch nett. Nervt doch nicht. Scheiß Wölfe. Schon wieder. Immer Wölfe, immer. Nicht irgendwas anderes, aber immer Wölfe. So, warum seid ihr untätig? Ihr könnt Gold holen. Bitte mal entwickeln, dankeschön.
Und natürlich kommt ein neuer Angriff. Ihr seid untätig. Ihr seid auch untätig. Da sind noch ein paar mehr zum Jagen. Ein paar mehr Hirsche. Rehe. Und alles jagbare Rehe. Du bist auch fertig. Okay, dann holst du mal mehr Stein. Ich will das auch entwickeln. Ich will so viel entwickeln, aber es fehlt alles. Immer alles. Ja. Woran fehlt es? Genau, an alles. An allem. So, bitte auch mal Steinentwicklungen. Genau. Das, was mich Stein halt eben kostet. Kanonen und die Routenstellung. Erstmal bitte die Dinger. Danke. Wie weit ist die Entwicklung? Noch nicht ganz fertig. Nee, die Entwicklung wollte ich gar nicht. Ich habe jetzt beinahe 800 Gold in die Tonne gesetzt. Mein Gott. Oh, wo sind denn noch mehr Riechen? Da unten. Komm, die braucht eine Jagdhütte hin. Dann jagt ihr die mal. Gut, dass man diesen Angriff schon vorher hört. Muss ich trotzdem... Komm, ich fang schon mal an. Mit denen. Und die Entwicklung, da bitte auch. Nein, nicht die Entwicklung. Die da. Tötet ihn. Boah, das Ding brennt. Dankeschön. Kostet alles Stein. Ganze Zeit. Doch, auf damit. Was anderes kostet, aber nicht immer Stein. Obwohl, nee, doch ist gut, dass Stein kostet. Brauche ich ja gerade nicht für irgendwelche anderen Sachen. Ich habe erst Kapitulation gelesen, nicht Kopulation. Wow. Whisky, einfach nur wow. Das Kompaniotenangriff. Es wäre vielleicht ganz schlau, wenn ich einen Dorfbewohner hätte, die da reparieren würden. Das wäre vielleicht ganz nett. Oder vielleicht. Soll ich die entwickeln? Teuer. Ach, die auf jeden Fall. Entwickeln. Und bitte ausbilden. Doofe Ding. Wieso probiert mein Handy die ganze Zeit? Wieso krieg ich die ganze Zeit? Nervig. Wenn ihr dann fertig seid. Ah, ist ein Wildschwein. Hey, ich bin fast bei den 500. Nur noch fast. Tötet das, dankeschön. Ist ein bisschen doof, dass die einfach hier despawnen auf dem Wasser. Gefällt mir echt nicht. Sieht echt scheiße aus. Da sie von ihren litauischen Verbündeten nichts hörten, riefen die Mongolen ihre eigenen Verstärkungen herbei, um ihre Zahl auf den Furten zu erhöhen. Oh mein Gott. Wenn Iwans Truppen die Abteilung abfangen und beseitigen konnten, würde sich den Rus auf den Furten weniger Widerstand in den Weg stellen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sowas kommt. Als die Mongolen merkten, dass eine Flussquerung nur durch wenige Soldaten der Rus geschützt war, machten sie sich Iwans Schwäche sogleich zunutze und bereiteten sich zum Angriff.
gefällt mir gerade gar nicht. Aber ich muss das hier hinten verteidigen. Die müssen mal zurück. Weg mit denen da. Meine schönen Dorfbewohner. Warum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war. Nee, das war nicht schlau. Das war überhaupt nicht schlau. Das war überhaupt nicht schlau. Oh Gott. Ja gut. So, natürlich habe ich jetzt Gruppe 1 und 2 wieder zurückgeholt. Aber Gruppe 3, also das, was jetzt übrig ist an Einheiten, schicke ich jetzt hier unten hin. Oh Gott. Wie schaffen die das? Mehr Trefferpunkte, ja, ist in Ordnung. Das bitte auch. Und das ist jetzt irrelevant erstmal. Oh Gott, das sind so viele Einheiten. Scheiß auf die Dorfbewohner, die sind mir nicht wichtig genug. Rein da. Okay, das ist. Nee. Das schaffe ich auch so nicht. Und bereiteten sich zum Angriff. Ja, gut. Ich schicke meine ganzen Einheiten wieder zurück. Ah. Ihr alle mal ausbilden. Eins bitte nach oben. Nach oben, 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 oben. Hier kommt mal zurück. Ich hab doch Einheiten. Gut, nochmal neu. Ist das nervig. So, diesmal bitte nicht. Diesmal bleiben meine Einheiten hier. So. Eins. Zwei. Hier bitte. Ausbilden. Ausbilden. Ja, da kommt nochmal normaler an. Ich weiß auch nicht, was ich da unten nicht ging. Ich kann da unten nichts machen, ne? Ich geh zwar eine Mauer. Was soll ich da machen? Nicht einfach irgendwelche Einheiten jetzt wegschicken. Ich hab das da unten noch nicht. Oh, bitte, bitte sag. Oh, wenn die jetzt. Oh, wenn die jetzt hier lang gehen und das hier alles machen. Oh Gott, das wäre mies. Das wäre krass. Das wäre gut für mich. Butterlap da. Oh, das sind die ganzen Einheiten. Oh. Oh. Du Kanone. Mach mal was. Bin ich klar. Mauer, machst du? Oh, der macht was mit dem. Ah, verdammt. Die verstecken das noch. Ja, ich verstecke das natürlich sofort wieder. Okay.
Ach, da oben ist noch eine Reliquie. Wow. Seht ihr da? Okay. Ja. Naja. Warte, ihr könnt. Ja, gut. Eine kann ich bauen, immerhin. Und das benutze ich dann. Ja. Ja, nicht alle, bitte. Bau mal. Jetzt gehen sie natürlich durch. Einfach das möglichst, das er zerstören. Oh, das brennt. Sie wurde zerstört. Sehr schön. Halt ihn mal. Kannst du nicht. Okay. Halt ihn mal. Komm schon, brennen. Schön. Ja, okay. Die einen hatten sie verloren. Das, na, nicht so wild. Gibt Schlimmeres jetzt. Ah, eigentlich nicht, aber es ist. Na. Jetzt egal. Kopf doch an. Wieso fehlt Nahrung? Oh Gott. Dezent. Da kommen die wieder mit allen Einheiten oder so? Nee. Stein. 200, ne? Nee, doch, 300, ja, 300. Gott, das ist... Egal. Egal, ob das... Na, das ist mir jetzt egal. Okay. Nein. Ich kann das. Nee. Ich muss komplett. Ich darf mich um da unten nicht kümmern. Das ist in Ordnung. Vergrößten es auf die feindliche Seite der Ugra. Und bald würden sie die mongolischen Zahlen an den Furten vergrößern. Ja. Was soll ich machen? Ich kann gerade nichts machen. Ich müsste, glaube ich, komplett von vorne anfangen. Ich habe hier zu wenige Einheiten die ganze Zeit. Ich kacke gelaufen. Sehr unvorteilhaft. Habe ich auch irgendwo... Das ist eine Schmiede. Habe ich auch irgendwo ein Arsenal? Ich glaube nicht, ne? Verdammt. Oh, ich werde mehr immer ganz weit über. Das ist. Ja, doch. Irgendwo habe ich ein Arsenal, aber wo? Stimmt, ich kann ja F3 drücken. Was passiert jetzt? Ivans Großarmee hielt die Querungen der Ugra und ließ die Horde keinen Schritt weiter Richtung Moskau vorrücken. Die von den Litauern zugesagte Verstärkung war nicht eingetroffen, der Khan sah sich zum Rückzug gezwungen. Ivan befahl seinen Mannen, die Überreste des mongolischen Lagers zu verbrennen und den Feind aus dem Territorium Moskaus zu vertreiben. Okay, ich dachte, da kommt noch ein Angriff auf mich zu. Ein Riesenangriff oder so. Boah. So wie es jetzt ist. Spiel? Okay. Schütze das Spiel einfach so ab. Ist in Ordnung. Ist jetzt alles wieder in Ordnung? Darf ich jetzt...
Der Spielstuhl. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt generell an der Mission liegt oder am Spiel selbst, dass es jetzt immer an der Stelle da abstürzt. Das heißt, ich muss die Mission nochmal bis zu diesem Zeitpunkt spielen. Und daher sehen wir uns da gleich wieder. So, das ist jetzt zumindest die Verstärkung von denen. So weit bin ich jetzt immerhin. Scheint besser zu klappen als bisher, ne? Hier versucht mal gegen zu reparieren. Schön, dass das auch noch Holz braucht statt Stein. Das ist ultra gut. Ich denke, dass die da oben raufgehen und das angreifen. Ja, super. Das ist super. Die sind extrem verwirrt, die können nichts machen, das ist gut. Ja, ich mittlerweile auch richtig gute Verteidigung die ganze Zeit. Ah, Bevölkerungslimit dann, okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob das dann wieder abstürzt oder ne? Woran das liegt. Ist gleich kaputt. Macht immer, ne? 15 Schaden. 30 jeweils. Pro Move. Da richtig rauf. So. Kann ich nicht stand-up? Das würde mir aber nicht wirklich was bringen. Aber die können trotzdem theoretisch. Ne, komm hier. Ihr macht Stein. Ihr baut Steine. Universität, wo bist denn du? Oder war das? Einfach Sachen entwickeln, genau. Geht zwar immer Gold, aber ist egal. Du kannst ihn natürlich. Wow. Oh Mann, dann. Nee, nicht. Ihr zwei. Komm mit. Ihr kommt mal dahin. Und ihr kommt dahin. Muss ich mal was zerstören. Was für ein Stress ist das, diese Mission. Ich hoffe, wenn dass die nicht abstürzt. Wenn die abstürzt, dann liegt das definitiv nicht an mir. Dann liegt das an der Mission selber irgendwie. Was sollte eigentlich... Ne? Ich werde es gleich erfahren. Wir werden das gleich erfahren, ob die wieder abstürzt. Oh, lol. Die haben... Okay, ja gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass dieses neu bauen. Komm mal her. Hilf mal. Repariert dann und dann Stein. Ivans Rus-Armee hielt die Querungen der Ugra und ließ die Horde keinen Schritt weiter Richtung Moskau vorrücken. Die von den Litauern zugesagte Verstärkung war nicht eingetroffen, der Khan sah sich zum Rückzug gezwungen. Ivan befahl seinen Mannen, die Überreste des mongolischen Lagers zu verbrennen und den Feind aus dem Territorium Moskaus zu vertreiben. So, Spiel wird gespeichert, sehr schön. Stürzt nicht ab? Stürzt nicht ab? Es stürzt nicht ab. Ja. Halt, keine Ahnung, was ich dann gemacht habe, dass es abgestürzt ist. Ja gut. Passiert nochmal. Gut, dann baut ihr das Stein da ab. Dann das Gold. Dann zum Schluss das Gold hier oben.
Dann ist alles Gold und Steine auf der Insel. Ah, okay, das Gold habe ich schon übersehen, okay. Disco-Baum schon wieder, ist in Ordnung. Kenne ich ja. Da Steine, Gold dann noch. Oh, das war anders hinsetzen. Sitzt in der Mission ja länger als gedacht. So, ihr seid Steuerung 1 und ihr seid Steuerung 2. Na dann, auf geht's. Auf geht's, ihr seid doch. Schau, wie denn bitte? Okay, ja. Das ist nicht wenig. Oh Gott, das ist eine große Armee. Aber ich habe auch einige Leute. Und die Waffe nicht, genau. Oh, so. Dann kann ich ja mal die... Ja, voll, vollpacken. Die Entwicklungen. Ich brauche nur Kanonen, ich brauche keine Mann oder so. Oh, das ist Belangsinn, was ich gerade gesucht habe. 1000 Gold. Okay, die sind teuer. Und da habe ich nicht gerechnet, dass sie so teuer sind. Teuer ja, aber nicht so. Das ist echt überraschend. So ein Schuss hier wieder ran. Bogenschützen. Hier kommt mal alle da hin. Ich will das hier bitte auch zerstört haben. Dass ich das geschafft habe, die hier zu abzuwehren. Ah, schön. Genau bei Minute 6 kamen die dann. Also jetzt noch 6 Minuten übrig waren. Kommt ihr nicht da lang, oder? Okay, doch, kommen sie. Ich dachte, dass sie mich so viel abverlangt von mir. Gut, letzte Entwicklung kommt durch. Mehr von euch. Das Gold ist bald alle. Ist in Ordnung. Auch mit dahin. Und die auch mit da unten hin. Oh, was ist was? Ach du Scheiße. Kann ein bisschen weiter weg. Bin ich, dass sie mit angegriffen werden. Ihr seid teuer. Das ist mir wert, dass die zurückgezogen werden, bevor die sterben. Schafe haben die denn da? Du Scheiße. Machen die eigentlich AOE-Schaden? Ich glaube... Weiß ich nicht. Konnte ich jetzt nicht ganz genau beobachten. Ja, machen sie gut. Wäre ein bisschen... Stimme. Wäre ein bisschen seltsam, wenn sie keinen AOE-Schaden machen würden. Aber ich jetzt auch verstanden bin. Durch Hartnäckigkeit und eine beeindruckende Machtdemonstration konnte Ivan an der Ugra bestehen und die Mongolen von Moskau fernhalten.
Die Rus hatten das Joch der goldenen Horde endlich abgeworfen. Oh Gott. Das war schon eine ganz happige Mission. Ich habe einige Fehler gemacht. Da bin ich natürlich selber schuld gewesen, ne? Ist klar, logisch. Aber gut. Das war die Verteidigung in Okra. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Mission dann wieder. Bis dahin. Cheerio.